Ja, also es geht um die Frage bzw. um die Behauptung, dass das Netz defekt ist, die mir in den letzten Jahren überall begegnet, um die Theorie oder eigentlich nicht Theorie, ich habe den Eindruck, es wird immer so ein bisschen vorausgesetzt, dass sich alle darüber einig sind, dass es so ist, dass es eine utopische Phase gab irgendwann mal in den 90ern und dann eine realistische in den Nullerjahren und dass wir jetzt in einer Desillusionierungsphase angekommen sind, wo alle einsehen, dass das Netz eigentlich ziemlich großer Mist ist. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, weil niemand da ist oder noch niemand, sage ich mal optimistisch, um ein Missverständnis, das dabei nahe liegt, auszuräumen. Ich habe nicht vor zu sagen, dass alles am Internet pures Gold ist und dass die Probleme nicht existieren. Also ich möchte nicht, dass irgendjemand jetzt hier eine halbe, dreiviertel Stunde da sitzt und aus den Ohren qualmt und sich aber Hate Speech denkt. Das habe ich nicht vor zu behaupten. Ich will nur behaupten, dass das Netz früher, und zwar relativ unabhängig davon, welches früher man anlegt, auch schon einen Sack voll Probleme hatte, und zwar gar nicht so unähnlich den heutigen. Das ist nicht ganz so stark aufgefallen, weil einfach noch sehr wenige Leute drin waren in einem Großteil der Zeit. Also ich bin dazugekommen ungefähr hier, wo die Topfpflanze steht, und damals waren es einfach in Deutschland vermutlich, wenn man das hier so ein bisschen extrapoliert, sowas wie 2-3% der Bevölkerung, und naturgemäß beschweren sich dann auch maximal diese 2-3% oder vielleicht noch ihre engen Anverwandten. Und auch die späteren Zeiten, also auch für Leute, die sagen, ja, seit 2010 geht es bergab, da waren es halt immer noch nur 50%, die täglich irgendwas im Netz gemacht haben. Mich macht das persönlich unglücklich, weil ich, wie man an diesem Bild erahnen kann, schon ziemlich lang mit dem Thema zu tun habe. Ich musste ein bisschen mogeln, es gab keines von 1994, aber in meinem Alter und im Alter dieses Bildes erkennt kein Mensch den Unterschied. Es ist tatsächlich ungefähr 1986 auf der CeBIT, aber das von 94 hätte ähnlich ausgesehen. Und das war damals schon so, dass ich unglücklich darüber war, dass alle das Netz doof fanden, und dann dachte ich, na, in ein paar Jahren wird sich das legen, und ein paar Jahre später war es immer noch genauso und eigentlich ist es heute immer noch genauso. Genauso beziehungsweise mehr denn je. Das ist das, was mich an diesem Thema beschäftigt und weshalb ich gerne hier stehen wollte, um darüber zu reden. Das hat zwei wesentliche Nachteile, diese Erzählung vom defekten Netz. Die sind hier abgebildet. Erstmal geht es vor allem um den linken Nachteil. Diese pessimistische oder anti-utopische Erzählung macht schlechte Laune. Sie macht, ich muss es doch wegbiegen, oder? Es raschelt irgendwie komisch. Ne? Diese Erzählung macht unglücklich und sie macht auch träge. Also man denkt sich, das Netz ist sowieso kaputt. Man denkt sich, früher mal, da gab es noch Utopien, aber dann haben wir gemerkt, auch diese Utopie hat nichts getaugt. Also man wird zu einem zynischen alten Menschen, wenn man dieser Erzählung folgt. Das stört mich da dran. Und dann gibt es einen zweiten Punkt hier im Schatten abgebildet. Den finde ich noch wesentlich unangenehmer an der Geschichte. Zu dem komme ich ganz zum Schluss. Also bitte nicht vorher rauslaufen, um Kaffee zu trinken oder nur, wenn es ganz dringend sein muss. Passend zum Vortragsthema hat vor wenigen Wochen jemand diesen Tweet geschrieben. Bitte nicht erschrecken, falls Leute da sind, die ungern Englisch lesen. Ich werde bei allen Slides, es gibt einige von der Sorte, aber ich werde überall erklären, worum es geht. Also hier geht es darum, dass jemand findet, dass das Internet in seiner Jugend viel besser war, und für seltsame Leute, die ernsthafte oder interessante Diskussionen haben, einfach viel, viel großartiger als heute. Es steht aber nicht drin, wann das war, diese Jugend. Ich habe dann nachgefragt, indirekt, ob er vielleicht letztes Jahr meint. Und jemand anders, also das war ein beliebter Thread, da haben sich viele Leute zu Wort gemeldet. Hier kommt jetzt jemand anders, der ist derselben Meinung, der sagt, ja, bis in die frühen 90er war es super und dann war es Schrott. Dann kommt jemand anders, der sagt, nee, es war 2014, der Zeitpunkt, an dem es umgeschlagen ist. Also da haben wir schon mal eine Spanne von 25 Jahren oder so. Und dann habe ich eine Antwort auf meine Frage bekommen. Der ursprüngliche Autor ist der Meinung, dass es mit dem Internet ab 2005 bergab gegangen ist und dass es dann ab 2010 wirklich defekt war.
Das ist ja schon mal ein ziemlich breites Spektrum, das da abgedeckt ist. Und ich habe mich, ich habe eine wirklich unverhältnismäßig große Zeit, die mir viel Spaß gemacht hat, in der Vorbereitung dieses Vortrags hineingesteckt, unendlich viele Beispiele für diese Datierungen zu finden. Und ich könnte jetzt 4 Stunden nur über diese Datierungsversuche reden. Ich habe es versucht, ein bisschen einzudampfen. Das ist jetzt auch wieder ein relativ frischer Thread bei Twitter von jemandem, der nach 2 Jahren Twitter-Pause wieder zurückkommt. Stark irritiert ist. Die Leute freuen sich, dass er wieder da ist, sagen eben, es sei hier aber nicht mehr so wie früher. Das waren noch Zeiten, das war unser Twitter. Und der ganze Thread ist interessant, geht ein bisschen weg von dem Thema, über das ich jetzt reden will, lohnt sich aber nachzulesen. Ich habe das hier jetzt vor allem zitiert, weil er eben sagt, in den letzten 2 Jahren hätte sich die Social-Media-Landschaft so grässlich verändert. Also hier haben wir jetzt eine Datierung, die das Jahr 2017 benennt. Und 2018 ist dieses Buch von Schlecki Silberstein erschienen, Das Internet muss weg. Da sind 2 Datierungen drin, also dieses Buch, nur damit man erahnen kann, worum es da geht, gut gemeint, miserabel umgesetzt, warum es sich mit dem Internet unmöglich leben lässt. Das Internet im technischen Sinne gibt es seit den 70er Jahren. Das meint er aber hier nicht. Die eine Datierung, die im Text vorkommt, ist der 9. Februar 2009, die Einführung des Like-Buttons bei Facebook. Und die andere Datierung, die ich gefunden habe, ist das Jahr 2007. Das, was ich hier rausgekürzt habe, da geht es darum, dass die Leute immer im Gehen auf ihr Handy starren. Und das sei ja früher nicht so gewesen und man sei auch nicht in Panik geraten, wenn man das Handy zu Hause vergessen hatte. Das ist also erst 2007 passiert und dann kamen die ersten Handy-Zombies. Also im Groben geht es hier um die letzten 10 Jahre bei den Klagen von Schlecki Silberstein. Dann gehen wir ein bisschen zurück in der Zeit. Erinnert sich noch jemand an das Thema Web 2.0? Hat in den Nullerjahren große Konferenzen gefüllt. Also hier sagt jemand, vor das losging mit diesem Web 2.0, ich musste jetzt auch erst nachgucken, also in den frühen Nullerjahren ist das passiert, dass dieser Begriff aufgetaucht ist. Bevor die Massen bloggen und kommentieren und trollen konnten, da sei es sehr schön gewesen im Netz. Hier auch nochmal jemand, die frühen 2000er Jahre, aber aus anderen Gründen, und zwar weil es da eben Blogs gab, also eigentlich der entgegengesetzte Grund von dem, der sich eben beschwert hat, aber dieselbe Zeit immerhin. Und, Entschuldigung, wir befinden uns immer noch in den Nullerjahren, Lawrence Lessig in einer Neuauflage eines Buchs, das eigentlich schon älter ist, sagt hier, dass früher mal das Netz ein Ort für Gespräch und Austausch war, aber dass das jetzt eben nicht mehr so ist. Das ist zwar, das gesteht dazu, ganz neue und explodierende Communities gibt mit Bloggern und Kreativität, aber diese Blogger, das sind nur 3% der Internetnutzer. Und alle anderen, die haben überhaupt keine Vorstellung davon, dass es sowas wie Community im Netz geben könnte oder jemals gegeben hat. Das ist eine überarbeitete Version an der Stelle aus einem Buch von 1999. Da sagt er im Prinzip schon genau dasselbe, nur mit anderen Begründungen. Nämlich, es gibt zu viele Newbies in diesem Netz von 1999. Früher mal, also Sie werden die Stelle vielleicht wiedererkennen, Entschuldigung, es ist eine Dudes-Veranstaltung, hat man mir gleich am Eingang gesagt, ihr werdet die Stelle vielleicht wiedererkennen, das mit den Old Days, das stand in dem vorigen Zitat auch schon drin. Also früher mal gab es, wir wissen also jetzt, das muss auch vor 1999 gewesen sein, da war es dieser Ort für Gespräch und Austausch, aber jetzt nicht mehr. Zwar gibt es jetzt sowas wie Chat, aber die meisten reden da nur über Sex und Chat ist nicht das, woraus The Well gemacht war. Das war so eine der ganz frühen Mailboxen in den 70er Jahren, von denen die Leute, die nochmal viel älter sind als ich, in den USA alle ehrfurchtsvoll sprechen. Also im Prinzip ist das Argument dasselbe, nur die Begründung, warum es jetzt dieses schöne Netz von früher nicht mehr gibt, die hat er dann für die Neuauflage angepasst. Das ist immer noch aus der 1999er Auflage des Buchs und das habe ich deshalb rausgegriffen, weil das wichtig ist, was er hier sagt mit den Pages voll, also mit der seitenweise Werbung und sich drehende Mickey Mouse Icons. Das ist nämlich tatsächlich ein Thema, das in den 90ern sehr viel bemängelt wurde.
meistens mit Begriffen wie Clicky Bunt, die zum Glück aus der Mode gekommen ist, dieses scheußliche Wort, aber in den 90ern war es ein sehr wichtiges. Und das hatte vor allem zwei Gründe, nämlich zum einen waren gerade grafische Betriebssystemoberflächen, so wie Windows, auf den Markt gekommen und man hatte nicht mehr nur schöne ordentliche Buchstaben, so wie früher auf dem Bildschirm vor sich, sondern alles hatte jetzt plötzlich Bilder und war womöglich sogar bunt, weil die Leute sich Farbmonitore leisten konnten. Das war also der eine Teil von Clicky Bunti und dann musste man eben, konnte man mit einer Maus drauf klicken. Das war bei vielen Leuten nicht so beliebt. Und das ist, also ich greife da jetzt, das ist kein Cherry-Picking, ich greife mir da jetzt nicht besonders exotische Dinge raus. Die Literatur aus den 90ern ist wirklich voll mit Texten von Leuten, die schon 20 Jahre dabei sind, die sagen, so geht es nicht. Früher mal, da haben wir noch ordentlich mit Text hantiert und hatten eine Kommandozeile und jetzt ist alles so mit eben sich drehenden Mickey-Maus-Icons. Dann noch ein paar Jahre zurück, im Jahr 1994, der lange Zeit sehr viel zitierte Eternal September. Inzwischen hört man nicht mehr so viel von ihm, weil sich kaum noch jemand daran erinnert. Bis in den September 1993, glaube ich, konnte man nur als, wenn man an einer Universität einen Arbeitsplatz hatte oder studiert hat, ins Internet. Und dann gab es den ersten kommerziellen Internetzugang. Ich weiß nicht mehr genau, AOL oder CompuServe hat den angeboten. Und dann waren plötzlich Leute im Netz, die da vorher nicht drin waren. Und die konnten sich nicht so benehmen, wie die, die vorher da gewesen waren. Früher war das immer nur im September passiert, wenn die neuen Studierenden an die Unis gekommen waren. Und im Oktober war es dann schon wieder ganz okay. Und jetzt war einfach das ganze Jahr lang September. Das wurde auch jahrelang immer wieder beklagt, dass es eben jetzt vorbei ist mit den friedlichen Zeiten im Netz und dass man jetzt das ganze Jahr mit diesen ahnungslosen Neulingen sich auseinandersetzen muss. Jetzt gehe ich noch mal ganz weit zurück. Community war eine Mailbox, die in den 70er Jahren in Kalifornien gegründet worden ist. Und für die, die sich vielleicht nicht so genau erinnern, wie Mailboxen ausgesehen haben, ist hier ein Bildtyp ähnlich, Screenshot von Community selbst, gibt es offenbar keine, zumindest konnte ich keinen finden. Das ist also irgendeine Mailbox, aber ungefähr so muss man sich das vorstellen. Und dass die 1978 ins Leben gerufen wurde, also man musste sich mit dem Telefon einwählen und konnte dann in einem sehr langsamen Tempo diese Dinge sehen, aber im Prinzip schon ein ähnliches Spektrum wie, sagen wir mal, Facebook, nur halt monochrom und viel, viel langsamer und keine Bilder drin. Dass das 1978 passiert ist, hat mit diesem Gerät zu tun, das ein Jahr vorher auf den Markt gekommen war von Apple. Und diese schönen Zeiten der Mailbox halten nicht lange vor, nämlich ungefähr bis 1982. 1982 fängt Apple damit an, den örtlichen Highschools in Kalifornien Computer zur Verfügung zu stellen. Das steht nicht da, welche es waren, aber ich vermute mal auch diese Sorte, dann vermutlich ein bisschen im Preis nachgelassen. Und dann brechen für diese Mailbox sehr schwere Zeiten an. Eine Teilnehmerin von damals beschreibt das hier, dass es also hauptsächlich Jungs waren, die eben über die linguistischen Fähigkeiten und Neigungen von Jungs in der Pubertät verfügten, die die Telefonnummer dieser Mailbox entdeckt haben und sich dann in die Conferences, heißt das, was man da hatte, einloggen und damit mischen wollen. Dass die bis dahin intellektuellen und sogar spirituellen Debatten sie nicht so besonders interessiert haben und dass sie stattdessen eher so altersgeschlechtsangemessen und entsprechend ihrer sprachlichen Kompetenzen darauf eingegangen sind im Jahr 1982. Innerhalb von kürzester Zeit ist diese Mailbox komplett voll mit obszönen Nachrichten und Furzwitzen. Und man hatte keine Möglichkeit, irgendwas dagegen zu tun, weil bis dahin der Bedarf überhaupt nicht bestanden hatte, die Nachrichten zu filtern in dem Moment, wo sie eingehen. Die Technik auch gar nicht darauf ausgelegt war, das zu machen. Und wenn sie dann mal da waren, dann konnte man sie nicht wieder aus dem System entfernen. Danke. Danke. Ich versuche halt nicht vor dem Bild zu stehen, aber hier, das sieht robuster aus. Ja, Hacker gab es auch schon, die also versuchen, direkt auf der Software-Ebene den Betrieb dieser Mailbox aus dem Gleis zu bringen. Und innerhalb von wenigen Monaten ist diese schöne Mailbox verstorben. Erstickt an dem, was ein Teilnehmer die Folgen der freien Meinungsäußerung oder der Redefreiheit genannt hat. Also auch das schon ein
Vorgang, den wahrscheinlich alle aus der Gegenwart oder der irgendeiner Zeit zwischen 1982 und jetzt aus eigener Anschauung kennen. Die Barbarenhorden haben diese Mailbox kaputt gemacht. Auch ein Ausdruck, der sich gehalten hat seitdem. Und was ich noch interessant finde in dem Zusammenhang, ist, dass die Autorin sagt, also dass sie das nicht nur deshalb beklagt, weil da eben diese 15-Jährigen aufgetaucht sind, sondern weil danach eben Maßnahmen ergriffen werden mussten, das zu verhindern, also Moderation, Filterung und so weiter. Und dass dann eben diese goldenen Zeiten der freien Meinungsäußerung und der Offenheit vorbei waren und das Zeitalter der Überwachung begonnen hat, 1982. Danach war die Unschuld dahin. Ja, was sind die Klagen, die da vorgebracht werden und wurden über den Zustand des Netzes? Früher ging es friedlicher zu. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ihr seid alle in einem Alter, in dem ihr auf gewisse Mengen früher zurückblicken könnt und das selbst einschätzen könnt. Nein. Also wie man schon dem Community-Beispiel entnehmen kann. Nur in ganz seltenen Fällen geht es mal vorübergehend ein bisschen friedlicher zu und sobald die Leute mit dem Furzwitz-Hobby diesen Ort entdecken, ist es damit auch schon wieder vorbei. Früher glaubten noch alle an die Utopie. Das ist was, was man tatsächlich in letzter Zeit sehr häufig liest. Und da steckt so ein bisschen dieses, die Menschen waren früher einfach dümmer als heute drin. Ich glaube, das ist nicht so und das war auch noch nie so. Das ist eine Unterstellung, also dass damals alle ganz naiv geglaubt hätten, dass das Netz zu mehr Demokratie führt und dass es überhaupt alles besser machen wird, ein neues Zeitalter der Aufklärung einläuten. Ich glaube, das ist eine journalistische oder eine Veranstaltungsstrategie, die wenig mit den Tatsachen zu tun hat. Also falls es diesen festen Glauben an die Utopie nach 1994, als ich mit dem, oder naja, mit Mailboxen, also noch ein bisschen früher, als ich mit dem Thema zu tun hatte, falls es das jemals gegeben hat, war es nicht da, wo ich war. Ich kann mich nicht an diese Utopienzeit erinnern. Wer gerne aufgerufen wird bei den Beschreibungen von Veranstaltungen oder in journalistischen Beiträgen zu dem Thema, zu dem Zusammenhang, ist John Perry Barlow, der Mitte der 90er die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace veröffentlicht hat. Und der arme Mann, der aber außerdem ein Teil von Grateful Dead, dieser arme Mann muss seitdem immer dafür herhalten, als Beleg, dass man damals auf eine ganz naive, utopische Art an die Vorzüge des Netzes geglaubt hat, dass also Staaten sich da niemals einmischen würden können, aus rein technischen Gründen. Das Problem ist, dass es in diesem Text gar nicht drinsteht. Das Problem ist auch, dass Barlow danach noch 20 Jahre gelebt hat und immer wieder, wenn so ein Jubiläum, 10. Jahrestag, 20. Jahrestag dieser Unabhängigkeitserklärung auftauchte, gesagt hat, dass er nach wie vor dazu steht, dass er keineswegs der Meinung ist, er sei damals ein blinder, naiver Utopist gewesen. Und dafür, also dagegen, dass er das gewesen ist, spricht auch, dass er die Electronic Frontier Foundation mitgegründet hat, schon in den frühen 90er Jahren, die eben genau diesem Zweck dient, bestimmte Grundfreiheiten im Netz gegen die Zugriffswünsche von Staaten zu verteidigen. Also er hat dieses Problem früh erkannt und keineswegs behauptet, dass es nicht existiert. Früher gab es noch echte Communities. Da geht es meistens darum, dass es in irgendeiner Form in diesen Netzgemeinschaften selbstgemachte Regeln gab. Dass man also nicht irgendwie von einem Konzern von oben runter moderiert wurde, sondern tatsächlich sich die Technik selbst aussuchen konnte, sich die Regeln selbst machen konnte, alles so gestalten konnte, wie man es haben wollte. Das ist einerseits richtig, das gab es, darüber wurde auch in den 90ern relativ viel geschrieben, da gibt es eine mittelgroße Menge wissenschaftlicher Literatur dazu. Das Problem ist aber, in absoluten Zahlen gibt es das, da bin ich mir sicher, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber es würde mich extrem wundern, wenn es davon nicht in absoluten Zahlen heute sehr, sehr viel mehr gäbe, als es damals je gegeben hat. Einfach weil es mehr von allen gibt. Und weil auch, aber das ist halt aus verschiedenen Gründen unsexy geworden, das zu erforschen, weil selbst Facebook-Gruppen, die also in diesem Facebook-Ökosystem keineswegs frei von kommerziellen und sonstigen äußeren Zwängen sind, extrem unterschiedliche Regelwerke haben, nach denen sie leben. Also es ist auch innerhalb von Facebook keineswegs so, dass da überall das Gleiche passiert. Es ist, die unterschiedlichen Subreddits haben eigene innenpolitische Strukturen.
Minecraft war ein ganzes Spiel, was keinen zentralen Server hatte, wo man den eigenen Server betreiben und ihn nach den eigenen Regeln laufen lassen konnte. Also es hat in den 90ern ein paar Leute gegeben und in den 80ern und in den 70ern, die in solchen selbstgestalteten Projekten irgendwas im Netz gemacht haben. In absoluten Zahlen, bin ich mir sicher, gibt es um Größenordnungen mehr. Es ist nur aus der Mode gekommen, sich darüber in wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu äußern. Früher war noch nicht alles so kommerziell, das ist auf eine Art richtig, kommt aber stark darauf an, wo man hinschaut. Also das hier ist zum Beispiel ein Buch von 1981, in dem es sehr stark um das Unglück der Softwareentwickler von damals ging, weil Softwareentwicklung plötzlich kommerziell wurde. Richard Stallman, der in letzter Zeit viel in der Presse war, wird darin zum Beispiel zitiert und er sagt, er wäre eigentlich lieber tot, als in diesen schlechten Zeiten zu leben. Er sei ein Fossil aus den guten alten Hackerzeiten, wo Software noch unentgeltlich und nicht kommerziell geschrieben wurde und kein Copyright auf ihr drauf war. Und diese Zeiten sind jetzt zu Ende gegangen und ab jetzt geht es bergab. Hacker wird es nicht mehr geben. Das ist ein Buch von Kevin Kelly von 2016, in dem beschreibt er, Kevin Kelly war in den 90ern Wired-Herausgeber, also eine Zeitschrift über im Wesentlichen kalifornische Technikdinge. Und er beschreibt darin, dass er zu seiner eigenen Überraschung, wenn er ins Archiv zurückgeht und sich anschaut, worüber sie in Wired in den frühen 90ern geschrieben haben, feststellt, dass sie keine Ahnung hatten, wie sich diese Internetsache entwickeln würde, dass sie in der ganzen Redaktion und in allen Artikeln der Meinung waren, das würde so laufen wie Fernsehen, nur mit mehr Kanälen. Und die einzige Frage, die noch geklärt werden musste, war die, wer diese ganzen zusätzlichen Kanäle befüllen sollte. Aber es war allen klar, kommerzielle Unternehmen würden diese Kanäle mit Inhalt füllen. Niemand hatte auf dem Schirm, dass das Leute in ihrer Freizeit machen würden, ohne dafür bezahlt zu werden und ohne zu AOL oder sowas zu gehören oder den damaligen großen Fernsehunternehmen. Das heißt, je nachdem, wo man hinschaut, gibt es bei allen Neuerungen immer erstmal oder oft erstmal eine relativ wenig kommerzielle Phase und dann irgendwann holt die Kommerzialisierung das Ganze ein. Das passiert je nachdem, an welche Stelle des Geschehens im Netz man schaut, zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Das ist nicht grundsätzlich verkehrt, aber man kann auch nicht sagen, dass das Netz jetzt da in irgendeiner Form stark nachgelassen hat. Jetzt kommen ein paar Argumente, die nicht beide gleichzeitig wahr sein können und aber trotzdem beide vorgebracht werden. Nicht unbedingt gleichzeitig oder von denselben Leuten, aber sie sind von ähnlicher Häufigkeit. Nämlich, dass zum einen früher noch nicht alles so entsetzlich kompliziert war und zum anderen, dass es nicht alles so infantil war. Das sind zwei Vorwürfe, die zusammengehören. Wenn Dinge einfacher werden, dann bedeutet das, dass die Zugangsschwellen sinken, dass da Leute jetzt mitmachen können, die vorher noch nicht mitmachen konnten. Das stört die einen, die finden das infantil und verdummend. Und die anderen klagen wiederum darüber, dass ich merke gerade, dass ich das obere Argument schlecht gewählt habe, da müsste eigentlich stehen, dass der Spielraum der Möglichkeiten eingeschränkt wird. Das ist ein Phänomen, das gibt es nicht nur beim Netz. Als die Fotografie neu war, da mussten noch alle sich ihr eigenes Filmmaterial zurechtschneiden und sich für ein Format entscheiden. Und irgendwann im Laufe der nächsten 100, 150 Jahre entwickelt, dass sich das dann hin zu Knipskameras, wo man gar nichts mehr selber machen musste und auch nichts mehr selber machen konnte. Das wurde mit ähnlichen Argumenten beklagt. Hat aber jetzt auch, glaube ich, nicht zum Niedergang der Fotografie geführt, kommt mir zumindest im Moment nicht so vor. Dann die eine Klage, früher sei noch nicht alles so hart durchreguliert gewesen, wie es jetzt im Netz ist. Und zum anderen natürlich, dass unendliche Mengen illegales Zeug im Netz sind. Das sind sicherlich zwei berechtigte Vorwürfe. Man muss sich halt nur für einen von den beiden entscheiden. Genauso wie hier. Das habe ich tatsächlich heute ergänzt, nachdem ich mich nach einem Vortrag mit jemandem unterhalten habe und die sagte, das sei so schön gewesen, früher sich einfach mal anonym oder unter einem Pseudonym auszuprobieren und auszuprobieren, wer bin ich denn eigentlich, wie reagieren die anderen darauf, wenn ich so bin, kann ich das in meinen Alltag außerhalb des Netzes übernehmen?
Ich glaube nicht, dass die Gelegenheiten dazu tatsächlich nachgelassen haben. Aber es wird sehr oft beklagt, dass man also überhaupt nichts mehr machen kann, was man nicht quasi unter Vorlage seines Personalausweises machen kann. Und natürlich die Kehrseite des Arguments in dem Moment, wo es jemanden, der einfach nur mal gucken will, wie das so ist, oder der sich ohne gleich persönlich beleidigt zu werden, zu irgendwas äußern will. In dem Moment, wo man das ermöglicht, ermöglicht man natürlich auch anderen Leuten, die aus anderen Gründen anonym sein wollen, den gleichen Vorgang. Früher gab es im Netz weniger Trottel, Spinner und Nazis und früher war weniger Filterblase. Das ist komischerweise ein Argument, das ich relativ oft auch aus dem Mund derselben Leute höre. Das finde ich auch ein bisschen überraschend, weil ich glaube, man kann nicht beide Beschwerden vorbringen. Man kann die eine vorbringen, aber dann muss man auf die andere verzichten. Tatsächlich scheinen sich alle relativ einig darüber zu sein, dass in der Zeit, in der nur Akademiker im Netz waren, da ein anderer Umgangston herrschte und man bestimmte Probleme nicht hatte. Also so circa bis zu diesem vorhin erwähnten Eternal September. Und dann wird das Spektrum der Leute, die sich da beteiligen, einfach wesentlich breiter. Ich war heute auch in einigen Veranstaltungen, in einigen Vorträgen hier, wo das Thema zur Sprache kam und wo das Wort Filterblase für meinen Geschmack ein bisschen zu unkritisch benutzt wurde, weil ich gar nicht glaube, dass es das gibt. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, man könnte sich das Netz so zurechtfiltern, dass alle, mit denen ich mich am selben Ort aufhalte, immer meiner Meinung sind. Aber tatsächlich kann man gar nicht so viele entfolgen, dass das passiert. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Also in dem Moment, wo wo ein System einigermaßen offen ist, einigermaßen niedrige Zugangshürden hat und wo man überhaupt irgendwas machen will, hat man es mit Leuten zu tun, die andere Meinungen vertreten. Und wenn man jetzt unhöflich sein will, dann gibt man ihnen hässliche Namen, aber das sind zwei Seiten derselben Medaille. So, ihr seht alle überraschend wach aus dafür, dass es schon so spät ist heute, aber ich habe vorsichtshalber, falls, das weiß man ja vorher auch immer nicht, kriegt man so einen Raum, in dem gar kein Sauerstoff ist oder kriegt man einen mit? Jedenfalls habe ich vorsichtshalber hier jetzt nochmal kurz zum Rekapitulieren für Leute, die vielleicht nicht ganz so wach waren. Also zum einen gibt es keine Einigkeit darüber, seit wann das Netz genau kaputt sein soll und zum anderen gibt es keine Einigkeit darüber, was an ihm defekt ist. Warum ist jetzt diese Erzählung vom defekten Internet trotzdem so beliebt? Das sind mir ein paar Gründe eingefallen und wenn ich noch 5 Minuten länger drüber nachgedacht hätte, wären mir noch mehr eingefallen. Aber hier jetzt mal eine repräsentative Auswahl. Vergesslichkeit. Man vergisst einfach, dass früher schon der Ärger über ganz ähnliche Themen ganz ähnlich laut war, nur halt vielleicht von nicht ganz so vielen Leuten geäußert wie jetzt. Die Zeitungen hatten auch nicht jeden Tag einen Artikel darüber, dass im Netz alles schlechter wird, sondern es gab einmal in der Woche eine Seite zu Technikthemen und da stand das dann irgendwo im Kleingedruckten. Das Funktionierende wird unsichtbar. Wenn irgendwas gut läuft, dann ist das so wie ein Lichtschalter oder eine Heizung. Man freut sich ja auch nicht jeden Tag dran, dass das Licht angeht, wenn man den Schalter betätigt. Da gewöhnt man sich dran. Die Sachen, die schlecht funktionieren, die bleiben immer störend und auffällig und Gesprächsthema. Das Netz war kleiner, deshalb war eben auch, habe ich gerade schon gesagt, das mit der täglichen Berichterstattung über Probleme im Netz, das war einfach weniger ausgeprägt. Auch außerhalb vom journalistischen Gebiet haben weniger Leute in ihrer Freizeit mit Freunden darüber diskutiert, weil diese Freunde oft noch gar nicht so richtig im Netz waren oder nur, um da gelegentlich mal ihre Mail abzurufen. Das ist anders, deshalb ist auch das Thema größer geworden. Dann das Argument, ich mache da nicht mit, weil da sind ja jetzt auch Leute wie Trump oder Trolle oder Nazis oder was auch immer. Das ist, glaube ich, ein Argument, mit dem man einfach sagen will, ich hatte noch nie Lust, mich damit zu befassen, aber ich nehme halt jetzt den gerade aktuellsten Grund, warum ich das nicht machen will. Das ist jetzt nur so ein privater Verdacht von mir, dass die Leute vorher auch schon keine Lust hatten, bevor Trump bei Twitter war. Kann ich nicht belegen, naturgemäß. Früher waren alle jünger, das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiges Thema, aber da müsste man, um das wirklich zu belegen, gründlicher ran, als ich das jetzt gemacht habe. Ich habe den starken Verdacht, dass diese ganzen Leute, die ich vorhin zitiert habe, die sich nach irgendwas zurücksehnen, sich tatsächlich nach einer Phase in ihrem Leben zurücksehnen. Nicht unbedingt nach ihrer Jugend, aber nach einer Phase, in der irgendwas für sie neu und toll und aufregend war und wo sie dort neue Leute kennengelernt haben, die sie gern mochten. Und ein paar Jahre später war dieser schöne Zustand aus irgendwelchen Gründen wieder vorbei.
Das muss nicht unbedingt mit der Jugend zusammenhängen. Twitter kam, als ich 38 war. Aber da war ich auch anfangs, also bin ich eigentlich immer noch sehr begeistert, aber ich kann das nachvollziehen, wenn Leute das vielleicht jetzt nicht mehr in dem Ausmaß sind. Aber diese es geht um eine Vergangenheit, in der man selbst mit den Zuständen zufriedener war, nicht unbedingt um eine objektive Realität. Das Internet gibt es nicht, das sah man ganz gut. Moment, ich muss mal gucken, habe ich das? Nein. Das sah man ganz gut an dem Schlecki-Silberstein-Zitat, wo er sagt, dass man das Internet abschaffen muss, weil es Müll ist, und dann aber ein paar Seiten später schon sagt, er meint eigentlich die Zeit, seitdem es Smartphones gibt, und dann meint er die Zeit, seitdem es den Like-Button bei Facebook gibt, und dann irgendwann später sagt er auch noch relativ deutlich, er meint eigentlich überhaupt nur Social Media, und das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Dinge, genau wie diese Klage aus den frühen 80ern, dass wegen der Kommerzialisierung der Softwareentwicklung es jetzt bergab geht. Also es gibt ja noch nicht mal das Twitter. Mich ärgert das oft, wenn Leute sagen, ja, Twitter ist ja jetzt so und so. Und ich will dann immer sagen, nein, deins vielleicht, meins ist ganz anders. Das Problem existiert da auf allen Ebenen. Ja, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Die meisten Konflikte sind zeitlos und das liegt daran, dass es gute Gründe für sie gibt. Also zum Beispiel das, was Roseanne Stone beschreibt über die Community Mailbox. Das sind Probleme, die entstehen aus Kommunikation, aus dem Aufeinanderprallen von Menschen, dass man sich entscheiden muss, will man irgendwas haben, wo absolut jeder mitmachen kann. Und ich bin mir sicher, dass die Betreiber dieser Mailbox anfangs sagten, bei uns kann absolut jeder mitmachen. Also die hatten sicher ein Selbstverständnis, das so niedrigschwellig und offen ausgelegt war. Aber als dann tatsächlich jeder mitmachen wollte, gab es halt Probleme. Oder ich habe in den 90ern sehr viel die Tatsache gelobt, dass im Netz Leute zusammenfinden können, die vielleicht in dem Ort, in dem sie leben, die einzige Person sind, die sich für irgendein Thema interessiert, aber weltweit überhaupt nicht die einzige, dass sich diese Leute jetzt zu Gruppen zusammenschließen können, dass sie dadurch ihre Freizeit verschönern oder womöglich sogar politisch irgendwas bewegen können. Und ich habe diesen absolut logischen nächsten Schritt, dass das natürlich für alle gilt und in wenigen Jahren, wenn die konservativeren Leute nachziehen, auch die AfD davon Gebrauch machen wird. Diesen Schritt habe ich einfach nicht gemacht. Ist ein bisschen peinlich, aber ich war, glaube ich, auch nicht die Einzige mit diesem Denkfehler. Aber das ist eben auch so ein grundsätzliches Problem. Die technischen Möglichkeiten, die man selbst zur Verfügung hat, die haben immer auch in dem Fall zufällig ein bisschen später die Leute zur Verfügung, die man nicht leiden kann. Das sind, glaube ich, keine netzspezifischen Probleme. Das sind menschenspezifische Probleme. Für die kann das Netz jetzt gar nicht so viel. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt. Das Problem rechts oben, nämlich, also hier nochmal zur Erinnerung, in den 90er Jahren war das eine sehr kleine Menge an Menschen, über die wir da in Deutschland reden und international, je nach Land. In den USA war der Anteil höher, in vielen anderen Ländern war er viel niedriger. Diese Zeiten, nach denen man sich da zurücksehnt, wenn man sagt, früher als die barbarischen Horden uns noch nicht niedergetrampelt hatten, sind eben Zeiten, in denen konnten sich gar nicht so viele Leute daran beteiligen. Und das sagen auch ziemlich viele Leute in diesen Diskussionen ganz unverblümt. Also hier, ich habe das jetzt nochmal hervorgehoben, das habe ich da oben gemeint mit den very few, dass es eben einfach, dass die Gelegenheit gar nicht so viele hatten. Und er sagt dann genau, very few is accurate, the weird are few. Aber was er damit indirekt eigentlich sagt, ist, alle diese Leute, die weird nennt, die waren also offenbar seiner Meinung nach in den 90ern schon im Netz. Die waren, alle anderen waren die nicht weirden, aber seine Leute, die waren einfach schon da. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, das war genauso wie überall sonst. Manche hatten halt einen Internetzugang, andere hatten keinen. Und insgesamt war die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da beteiligen konnte, einfach viel geringer. Und das ist einfach ein billiges Ausweichmanöver zu sagen, ja, aber die richtigen Leute, die waren alle schon da und alle, die danach dazugekommen sind, das waren die falschen Leute, die Dummen, die nichts davon verstehen, die barbarischen Horden. Hier auch nochmal, den hatten wir heute auch schon, bevor die Massen da einwandern konnten. Das ist eigentlich ein uraltes Genre, Massenkritik. Das ist im frühen 20. Jahrhundert oder sogar schon ein bisschen vorher beliebt geworden und das findet da einfach nur eine logische Fortsetzung. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie unverblümt die Leute das sagen, dass sie diese schmutzigen Massen da nicht haben wollen. Schlecki Silberstein beschwert sich, dass er mit dem Netz, das abgeschafft werden soll, das Social-Media-Internet meint und dass es das, in dem weite Teile der Bevölkerung über ein Social-Media-Profil verfügen. Ich würde das sagen, das ist schön,
Wenn es anders wäre, müsste man darüber klagen, dass es eben nur eine kleine Elite ist. Aber ich verstehe das Unbehagen, aber trotzdem kann man sich, glaube ich, nicht hinstellen und sagen, ich will diese ungewaschenen Massen hier nicht haben. Diese Sehnsucht nach den guten alten Zeiten, das ist ganz oft, glaube ich, eine Sehnsucht nach einer Zeit, in der man noch unter sich war. Und es werden auch relativ oft deutliche Wünsche geäußert, diese falschen Leute, die da jetzt neu dazugekommen sind, entweder wieder rauszuwerfen oder doch auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass die in Zukunft nicht reinkommen können in die jeweilige Community oder Plattform oder Mailinglist oder was auch immer man da gerade hat. Das ist das, was mich daran wirklich ärgert und was mir auch Sorgen macht, weil es eben auch, wenn es um Netzthemen geht, von Leuten vorgebracht wird, die ansonsten keineswegs AfD-nah sind. Und weil ich aber schon glaube, dass der Grundgedanke ein ganz ähnlicher ist. Einer, dass es auf der einen Seite die guten, richtigen, klugen, denkenden Leute gibt und auf der anderen eben diese barbarischen Horden und dass man die Welt verbessern kann, indem man diesen barbarischen Horden den Zugang erschwert. Ich habe dieses Bild gespiegelt, damit es mehr zukunftsweisend aussieht, außer für Leute, die in der entgegengesetzten Richtung schreiben gelernt haben, vermutlich. Was kann man tun? Das ist jetzt so ein bisschen der konstruktive Teil des Vortrags. Also außer natürlich diese Meinung nicht vertreten, die ich eben schon vorgeführt habe. Neuen Leuten folgen, das ist eine Theorie, die habe ich unter diesem eingangs zitierten Thread abgesondert, dass ich glaube, dass wir bei Twitter, und das gilt sicher auch für andere Kanäle, auf denen man Leuten folgen kann, naturgemäß Leuten in dem Moment folgen, in denen sie irgendwas Tolles machen, gute Laune haben, schöne Dinge schreiben, die man sich gerne anschaut. Und das ist aber generell im Leben einfach nicht immer so, dass sich dieser Zustand über 20 Jahre fortsetzen lässt. Leute kriegen schlechtere Laune, oft haben sie Depressionen, manchmal haben sie einfach nur keine Zeit. Sie ändern ihre Meinungen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser glückliche Anfangszustand erhalten bleibt, ist nicht 100% jedenfalls. Und dadurch kann, wenn man an den Leuten, denen man folgt, über Jahre hinweg nicht so viel ändert, der Eindruck entstehen, dass die ganze Welt immer schlechtere Laune kriegt. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, durch strategisches Endfolgen, wenn Leute wirklich nur noch vom Weltuntergang schreiben, nicht, dass es nicht wichtig ist, gelegentlich vom Weltuntergang zu reden, aber wenn der Eindruck entsteht, dass die ganze Welt nur noch Depressionen hat, dann glaube ich, stimmt was mit der eigenen Feed-Einstellung nicht und weniger mit der Welt. Dasselbe gilt für Orte. Orte haben ihre guten und ihre schlechten Zeiten. Also so wie Google tatsächlich mal ernsthaft Don't be evil als Motto hatte, ich glaube nicht, dass das damals zynisch gemeint war und so wie es mal toll war, in Foren zu sein, wo man jetzt nur noch Heizungsreparaturanleitungen finden kann und so wie, selbst neue Formate, neue Plattformen bringen Enthusiasmus mit sich, auch deshalb, weil die Leute sich natürlich neu zusammenfinden, weil man dann auf einen Schlag ganz viele neue Leute kennenlernt, die ähnliche Interessen haben. Aber bisher zumindest war es so, mag sein, dass das in 50 Jahren anders ist, dass dieser Zustand eben nicht von Dauer ist, dass irgendwann diese Begeisterung, der soziale Enthusiasmus nachlässt und von Trägheit und Missmut und Abwanderung abgelöst wird. Und dann, glaube ich, ist es vernünftig, mit abzuwandern und dahin zu gehen, wo wieder konstruktiv gedacht wird, wo Leute gern sind, wo Leute nicht nur sind, um über den Niedergang genau dieses Ortes im Netz zu klagen. Nicht mit dem Krückstock fuchteln. Und zwar insbesondere nicht unter eben Anwendung dieser Klage, die ich eben erwähnt habe, wenn man sagt, da sind jetzt falsche, dumme, schlechte Leute aufgetaucht und ich bin gegen diese Leute, die sollen wieder gehen. Schon weil die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass irgendjemand von diesen Leuten zuhört und weil ich schon glaube, dass ein niedrigschwelliger Zugang eine wertvolle Sache ist und ausschließende Strategien ihre Berechtigung haben, aber mit Vorsicht angefasst werden müssen und nicht das Maß aller Dinge sein können. Also wenn mit dem Krückstock fuchteln, dann zumindest mit besseren und menschenfreundlicheren Argumenten, bitte. Und an der Gegenwart erfreuen.
weil es garantiert, weil wir alle noch, also wenn wir nicht jetzt auf dem Heimweg vom Bus überfahren werden, eine Zeit erleben werden, in der Leute sagen werden, ja, das Internet von 2019, damals war alles noch super, aber jetzt 2024 oder 2029 liegt die Sache leider im Graben und man muss von diesen albernen, naiven, utopischen Vorstellungen von 2019 Abschied nehmen. Ja, vielen Dank. Falls, Moment, haben wir denn noch Zeit? Ja, noch ein bisschen Zeit. Also ich habe noch einen Bonustrack, falls den jemand hören will. Falls jemand sich die ganze Zeit darüber geärgert hat, dass ich nicht über Dinge geredet habe, die tatsächlich objektiv schlechter geworden sein könnten. Ich habe einen Bonustrack mit Beispielen von Befürchtungen, die nicht eingetreten sind. Um sagen zu können, ja, manche Dinge haben sich vielleicht tatsächlich verschlechtert, aber dafür haben andere sich nicht auf die Art verschlechtert, wie damals vorhergesagt wurde. Es geht auch schneller, es sind vielleicht 8 Slides oder sowas. Ja. Ich sage sehr gern diesen Satz, die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht erinnern. Wenn man in den 90ern einen Internetzugang hatte, dann hatte man den auch in Deutschland oft über AOL und in den USA hatten den sogar zeitweise 50% der Bevölkerung und man kam dann mal an, das ist so verkabelt hier, das kriege ich jetzt nicht auf die Schnelle raus. Ja, wo war ich? AOL, also 50% in den USA und man wurde dann keineswegs in das schöne, nicht kommerzielle Internet geworfen, sondern man kam zu AOL und da gab es das alles nochmal, aber jetzt eben unter dem Dach von AOL und das gab da auch nicht so einen einfachen Weg nach draußen. Es war eigentlich genau wie Facebook, nur hässlicher. Und es war eigentlich schlimmer als Facebook, weil alle Chatrooms, die es da gab, moderiert waren. Also, oder auf eine Art besser, je nachdem, ob man sich jetzt für, wir haben damals Zensur gesagt, interessiert und begeistern kann oder halt nicht so. Aber jedenfalls gab es da sehr, sehr viele Weltverschlechterungsprognosen, dass eben das bisher schöne, nicht kommerzielle Netz komplett aufgefressen werden würde von diesem kommerziellen Giganten. Und es war wirklich ein Gigant, AOL. Das ist meine eigene, ich habe sie noch. Also da kann man auch erahnen, warum das, also zum einen wurde das wirklich massiv beworben und zum anderen gab es eben immer diese CDs mit so und so vielen Stunden gratis online. Das hat dann stark nachgelassen, wenn auch nicht ganz so stark, wie ich es mir vorgestellt habe. Also den Höhepunkt haben die AOL-Abonnenten so um 2002, 2003 erreicht. Es sind aber immer noch erstaunlich viele und die meisten Theorien, also das sind immer noch einige Millionen und das macht einen erheblichen Teil des Gewinns von AOL Time Warner inzwischen aus, einfach weil es Leute gibt, die keine Lust hatten, ihren Einwahlzugang zu kündigen und den oder das übersehen haben oder vielleicht sind sie auch tot. Jedenfalls, da fließen immer noch viele Millionen. Sehr schön für AOL. Aber trotzdem hat es sich eben nicht so entwickelt und das lässt mich ein bisschen entspannter auf diese Facebook-Debatte blicken, weil ich den starken Verdacht habe, dass das Facebook ähnlich gehen wird, so wie es ja allen vor Ihnen auch gegangen ist. Also zumindest ist die Welt nicht wie damals prophezeit von AOL aufgefressen worden. Die Zeit der aktiven Beteiligung am Netz ist vorbei. Das wurde vor allem, erinnert sich überhaupt noch jemand an die Set-Top-Box? Irgendjemand? Keine Ahnung. Das war eine große Befürchtung in den 90ern, als die Wirtschaft eben festgestellt hat, einerseits dieses Internet, wahrscheinlich das nächste große Ding, andererseits man bräuchte ja einen Computer zu Hause. Die kosteten immer noch sehr, sehr viel Geld. Und es war nicht absehbar, dass ein breiter Massenmarkt dazu zu überreden sein würde, sich so einen Computer zu Hause hinzustellen. Dann standen die ja auch eben noch immer im Arbeitszimmer auf einem speziellen Computermöbel und keineswegs im Wohnzimmer, wo man immer hin will, wenn man irgendwas mit Medien verkauft. Und deshalb wurde die Set-Top-Box erdacht. Das sollte ein Ding sein, das oben auf dem Fernseher steht und das Internet auf den Fernseher bringt, wo man sich dann mit der Fernbedienung hindurchklicken kann. Das wäre kein Problem gewesen, weil es ja so wie Kevin Kelly auch in Wired beschrieben hat, so gedacht war, dass irgendwelche Medienkonzerne dieses Netz mit Inhalten befüllen und da braucht man dann auch nur eine Fernbedienung. Und natürlich haben alle, die bis dahin was ins Netz reingeschrieben und sich aktiv beteiligt hatten, diese Zukunft wenig erstrebenswert gefunden.
Also es war eine überhaupt nicht unübliche Meinung in den 90ern, dass dieses Reinschreiben und freiwillige Content produzieren jetzt aufhören würde demnächst. Das ist auch nicht passiert. Ja, hier, genau, hier ist nochmal das Kevin Kelly Zitat, dass diese Official Future, die Zukunft aus der Sicht der frühen 90er betrachtet, eben daraus bestehen würde, dass das Internet wie so eine Art Fernsehen mit jetzt noch viel mehr Kanälen sein würde. Dann, diesen Text habe ich schon sehr oft ausgeschlachtet, das ist peinlich, aber er ist halt einfach auch zu schön. Ein Text von 1997 aus dem seriösen intellektuellen Magazin Merkur. Wer das Internet regelmäßig nutzt, hat also trotz der preiswerten Verbindungen eine spürbar erhöhte Telefonrechnung. Das ist völlig richtig. Ich hatte damals eine monströse Telefonrechnung. Die Kosten für den einzelnen User werden weiter steigen. Das ist der Teil, der sich als nicht richtig erwiesen hat. Ich zahle jetzt wahrscheinlich ein Zehntel von dem, was ich in den 90ern bezahlt habe. Wenn überhaupt, wahrscheinlich weniger. Ich bin damals mit Freunden in ein Gemeinschaftsbüro gezogen, statt zu Hause zu arbeiten, einfach weil die Büromiete plus Standleitung weniger war als das, was ich zu Hause nur für Telefon bezahlen musste. Peter Glaser, der eigentlich immer einen guten Riecher für diese Internetdinge hatte, 1996 prophezeit er hier, dass die Geschwindigkeit im Netz weiter spürbar zurückgehen wird. Und davon habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel gemerkt. Ich glaube, dass es nicht passiert. Ja, aber zumindest ist sie nicht zurückgegangen im Vergleich zu damals. Und dass das Internet weit überwiegend Männer interessiert, vor allem solche zwischen 18 und 45. Ich habe nochmal nachgeschaut, tatsächlich war der Frauenanteil im Netz in Deutschland Mitte der 90er bei 8-10%. Es scheinen sich aber eigentlich auch alle außer Hanno Kühnert darüber einig gewesen zu sein, dass sich das ausgleichen würde im Laufe der Zeit, dass da irgendwann mehr Frauen auftauchen würden. Hanno Kühnert war der Meinung nicht. Er war der Meinung, dass erstens Frauen und Computer grundsätzlich nicht zusammenpassen und dass zweitens auch, Entschuldigung, das ist nicht das Zitat, das ich meine, dass das Internet deshalb keine große Zukunft hat, eben weil keine Frauen drin sind und Frauen aber fürs Shopping zuständig sind und deshalb die sein müssten, die dort das Geld ausgeben, was aber eben nicht passieren konnte. Im Spiegel, selbe Zeit, 1996, da wird auch schon wieder so eine angebliche Utopie verspottet. Also diese Utopie, die man da verspotten möchte, die hat immer 10, 20 Jahre vorher stattgefunden. Hier trifft sich also angeblich eine Rassen-, Grenzen- und Geschlechtskultur- und kulturenübergreifende Gemeinschaft, aber tatsächlich weiße, männliche Mittelstandsbürger zwischen 20 und 30, die in den großen Industrienationen hocken. Und auch da ist eben impliziert und so bleibt das auch. Und das war ja auch wirklich nicht absehbar, dass es anders kommen würde. Computer kosteten so 1.000 Euro aufwärts, also 2.000 D-Mark, dass das Smartphone kommen würde, dass sich Handys in Entwicklungsländern durchsetzen würden, dass es inzwischen auch in Schwellenländern normal sein würde, ein Smartphone zu besitzen. Wie sehr die Preise verfallen würden, das hatte man vielleicht in manchen Technikkreisen so ein bisschen auf dem Schirm, aber sicher nicht bei Leuten, die solche Texte verfasst haben. Die Menschen in dieser Welt mutieren vollkommen zu Einzelgängern, weil man eben im Netz immer alleine vor dem Computer sitzt. Das ist ein Vorwurf, den kenne ich schon aus den 80ern. Ich musste damals in der 9. Klasse einen Aufsatz schreiben zum Thema »Dein Freund ist Computerfreak, zeige ihm die Nachteile seines Hobbys auf«. Und ich wusste natürlich, was diese Nachteile sind, weil man sie uns vorher beigebracht hatte. Und dazu gehörte eben, dass man vereinsamte vor dem Computer. Alles im Netz wird kostenpflichtig werden. Ja, das habe ich eigentlich schon ein bisschen abgedeckt mit den mit diesen Kevin Kelly-Angelegenheiten in der vorigen Runde. Es gibt tatsächlich sehr viel mehr kostenpflichtige Angebote, als das in den 90ern der Fall war schon, weil die Bezahlverfahren überhaupt vorhandener geworden sind. Aber die Menge an nicht kommerziellen Angeboten ist wiederum auch in absoluten Zahlen sicher deutlich größer als damals. Und das umgekehrte Argument, die Gratis-Mentalität, von der habe ich ein bisschen den Eindruck, dass sie so in den letzten paar Jahren aus der Mode gekommen ist. Aber das war ja auch lange ein Vorwurf, niemand will im Netz für irgendwas bezahlen und deshalb kann da nie was draus werden. Ich glaube, das war's. Ja, also das nur so zum Ausgleich, wenn jetzt jemand sich melden und sagen möchte, aber Hate Speech und aber Nazis und sowas, dann sage ich ja, aber auf der anderen Seite sind halt auch Dinge besser geworden, von denen man vor 20 Jahren überhaupt nicht geahnt hat, dass sie besser werden oder sich zumindest nicht so wie vorhergesagt verschlechtern könnten. Danke.
Und jetzt haben wir, glaube ich, immer noch ein bisschen Zeit und ein Mikro. Ich bin eigentlich auch schon ganz zufrieden, wenn Sie jetzt nicht alle 45 Minuten Wut hinter sich haben und die ganze Zeit widersprechen wollten und deshalb jetzt sofort das Mikro an sich reißen. Das hatte ich mir so, man hat ja immer so Schreckensvisionen, bevor man auf die Bühne kommt. Und manchmal ist es auch tatsächlich so, wenn ich was Positives über das Netz zu sagen versuche, dann macht das manche Publika sehr wütend. Hallo, wie sehen Sie denn die Zukunft des Darknets? Weil das scheint ja wesentlich größer zu sein, also ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber wesentlich größer zu sein als das eigentliche Internet. Weil das, da spielen sich ja quasi andere Sachen ab oder geht es nach anderen Regeln? Gibt es vielleicht Leute, die von damals jetzt, die quasi da zu Hause waren in Usenet-Zeiten, die dann halt ins Darknet gehen und da eine abgeschlossene quasi ein Subnetz bauen, wo die dieses verloren gescheinte sich wieder aufbauen? Das ist eine interessante Frage. Das wüsste ich auch gerne, wenn jemand da ist, der es weiß. Mein Verdacht wäre, dass es da keine großen personellen Überschneidungen gibt. Weil das einfach selten vorkommt, dass Leute bereit sind, eine Vision, die sie mal hatten und auf eine bestimmte Art umsetzen wollten und dann feststellen, okay, da ist sie also nicht, diese Vision, dann nochmal komplett umsatteln und sagen, dann eben so. Also mein Verdacht wäre, dass das ganz, ganz andere Leute sind, aber ich wüsste auch gerne mehr drüber. Aber das hat ein bisschen eben auch mit dem zu tun, was ich vorhin über John Perry Barlow sagte, seine wenn er sich wieder zu Wort gemeldet hat und zum 10-jährigen und zum 20-jährigen Jubiläum seines Manifests, hat er immer gesagt, es gibt mehr Leute denn je, die File-Sharing betreiben und dies und das und nur sehr wenige von denen werden abgemahnt oder von Staaten verfolgt. Also es ist nicht so, dass das komplett ausgetrocknet worden wäre, sondern das existiert alles noch und ich weiß jetzt nicht, ob das mein Verdacht war oder seiner, ob ich ihn da falsch zitiere. Wie gesagt, in absoluten Zahlen wahrscheinlich mehr denn je. Bei den ganzen Gegensätzen, die du vorhin gezeigt hast, habe ich überlegt, vor kurzem habe ich eine Sache gehört, da ging es um Kommunikation und wie intransparent die gerade wird. Und man hört eigentlich eher immer, dass Netz Dinge transparenter macht. Jetzt habe ich aber neulich gehört, dass es wieder intransparenter wird. Da ging es um WhatsApp-Gruppen, weil man gesagt hat, eigentlich kann man so ein bisschen verfolgen, konnte bisher verfolgen, dass zum Beispiel, ob jetzt Rechtsextreme, wie auch immer, sich eigentlich über das Netz organisiert haben, auch sehr öffentlich. Und man konnte mal gucken, was sie liken, welche Seiten sie aufbauen. Und jetzt über WhatsApp-Gruppen ist eigentlich so, man sieht nichts. Man sieht nicht, wie sie funktionieren, wie sie streuen. Und jetzt ist die Frage, glaubst du, dass es immer so Gegenbewegungen gibt, die dann letzten Endes das auspendeln? Oder ist es bewusst gewählt? Oder ist es einfach eine Sache, die von sich aus der Struktur, aus dem System heraus einfach sich so entwickelt? Beides. Also ich glaube, dass das eben strukturbedingt ist und zwar nicht netzstrukturbedingt, sondern kommunikationsstrukturbedingt, dass es das immer beides geben wird, diese Öffnung und diese Schließung. Und dass man das beides aus guten Gründen machen kann. Aber dass man sich halt davor hüten sollte, aus so einem Reflex raus zu sagen, wir müssen jetzt die Grenzen zu unserer Community dicht machen. Also dass es bestimmte Dinge gibt, die setzen eine gewisse Homogenität voraus oder zumindest eine gewisse Freundschaft und funktionieren besser in kleinerer Runde. Wobei ich neulich mit einer Freundin geredet habe, die sagte, der grauenvollste Zerfall im Streit eines Netzprojekts, den sie je erlebt hatte, der war in einer Gruppe mit unter 20 Leuten. Also die kleine Gruppengröße ist da auch keine Garantie dafür, dass es nicht passiert. Aber vieles, ich war gerade in dem Aktivismus-Slot und da ging es eben auch darum, dass man, dass niemand Lust hat, sich an einem Ort zu engagieren, an dem zu 90% Streit und Auseinandersetzung und nur zu 10% Spaß und Freundschaft geboten wird. Irgendwann kippt halt dieses Verhältnis und dann muss man weiterziehen. Da gibt es meines Wissens kein Zurück dann.
Das ist genau der Punkt, an dem ich fragen wollte, nämlich das Weiterziehen. Das hattest du ja sozusagen als Strategie empfohlen, aus so einer gewissen Freude am Neuen raus oder aus dem sozusagen Neuerleben der nostalgischen Phase, dass alles ist neu und schön. Auf der anderen Seite, oder ich kann mich damit nicht anfreunden, weil es für mich eher so ein, ich bin irgendwo heimisch geworden, habe meine Kontakte gefunden, wir sind da jetzt irgendwie und es wird irgendwie schlecht oder nicht, ist egal. Und jetzt soll ich woanders hingehen und wie kriege ich die mit und überhaupt, also das geht ja gar nicht. Ja, das ist so, die Leute, die anderen wollen dann oft nicht mit, manchmal schon, bei Facebook war es zumindest für mich so, dass sich da sehr viele Leute einfanden, die ich vorher von ganz unterschiedlichen Orten gekannt hatte. Aber ich glaube, das ist nicht nur so eine Notwehrmaßnahme. Ich glaube, das heißt auch, also weiter dieser Weiterziehratschlag, ich sage das auch, weil ich glaube, dass das bedeutet, die Vorteile des Netzes auszunutzen. Also traditionelle Institutionen sind in einem Gebäude, die sind finanziert, die sind von der Politik unterstützt, die haben ganz viele so Haltbarkeitsstrategien. Das hat auch Nachteile. Diese Haltbarkeit führt oft zu so einer gewissen Verkalkung und Unbeweglichkeit. Und das hat eben auch Vorteile, Dauerhaftigkeit. Und das ist, im Netz hat man das beides nicht. Und wenn man dann von dieser nicht so großen Dauerhaftigkeit nicht Gebrauch macht, indem man ab und zu weiterzieht und woanders neu anfängt, dann finde ich, heißt das diesen Vorteil verschwenden. Würde ich direkt anschließend fragen, wo kann man denn jetzt gerade hinziehen? Also wo ist denn jetzt gerade ein guter Ort, um hinzuziehen? Ich finde es ja bei Twitter immer noch schön, aber ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich, kann ich da gar nicht wirklich jemanden beraten. Zum einen, weil ich eine relativ spezifische textlastige Interessen habe. Ich kann ganz wenig zu Instagram sagen, einfach weil ich nicht so bildorientiert bin. Ich kann auch praktisch nichts zu Podcasts und der Community drumherum sagen, weil es mir, wie jemand anders vorhin heute schon sagte, an den Lücken im Tagesablauf fehlt, zum Beispiel lange Pendelstrecken zur Arbeit, die man dafür bräuchte. Also ich glaube, man muss viel rumprobieren und man darf nicht, nachdem man mal kurz zur Tür reingekommen ist und sich umgeschaut hat, diese Tür sofort wieder zumachen und sagen, nee, hier gefällt es mir nicht, weil das kann man selten auf den ersten Blick feststellen. Das, was ich sagen wollte, schließt direkt an deine Antwort an, Katrin. Nämlich, dass alles, was du jetzt vorgetragen hast, auf einer Seite und das andere, was zum Beispiel Schlecki Silberstein geschrieben hat, beispielhaft, kann ich beides nachvollziehen. Aber dadurch, dass es die so ein bisschen die Positionen polarisiert, ich habe das Gefühl, irgendwie die einen und die anderen. Und mit dem Hinweisen darauf hat man das Gefühl, man muss eine Position beziehen. Und ich bin sehr dafür, nicht eine Position zu beziehen eigentlich, sondern zu sagen, ich habe das Gefühl, ich gehe irgendwo hin und folge etwas wirklich aus der reinen Neugierde und nicht, weil ich dann denke, ich gehe aus der Filterblase hinaus oder hinein. Da gibt es so wenig, was man richtig machen kann oder vorher schon weiß. Ich würde möglichst unstrategisch vorgehen und ein bisschen sich treiben lassen. Das fand ich immer das Tollste, was das Internet zu bieten hatte. Ich glaube auch, dass das gar nicht möglich ist, strategisch vorzugehen, weil man in dem Moment, wo man drüber nachdenkt, ja noch gar nicht weiß, was das neue Ding für Möglichkeiten hat und in welche Richtung es sich für einen selbst entwickeln wird. Gut, ich bin jetzt vielleicht schon so ein bisschen in der Zukunft. Eine neue pessimistische Aussage, oder vielleicht pessimistische, ist ja die, dass das Internet so viel Strom verbraucht. Also so von dieser, unter E-Mail steht immer drunter, überlegen Sie sich, ob Sie diese E-Mail drucken, da geht es um Umweltschutz und Papier. Und auf der anderen Seite taucht das Internet oft, super oft in den Energie- und Energiespardebatten und erneuerbare Energien auf. Und hast du da auch ein Gefühl zu? Weil ich finde, also ich selber merke, dass das Digitalisierung und so Nachhaltigkeit sind so zwei Themen, die mich auch in einem bewegen. Genau, weil es ist so ein, das war ja überhaupt nicht auf dem Schirm vorher, dass das Internet irgendwie viel Energie kostet. Ja, ich habe auch noch 20 andere Dinge ausgelassen, das stimmt. Also ich glaube, da gibt es zwei zentrale Punkte. Der eine ist, wenn man über Stromverbrauch redet und sagt, das ist zu viel, dann sagt man ja auch immer, das ist zu viel für diesen Einsatzzweck. Also sagt ja niemand, Straßenbeleuchtung braucht viel Strom, aber deshalb wäre es besser, keine zu haben, sondern man wägt das ja gegeneinander ab. Man sagt, dafür ist es nachts nicht so dunkel draußen, die Leute fühlen sich sicherer, haben weniger Autounfälle oder so.
Also es ist sinnlos, diese Debatte, wenn es ums Netz geht, ohne diese Abwägung zu führen, was kriegt man für diesen ganzen Stromverbrauch. Und gerade wenn es ums Netz geht, hat das eben den großen Vorteil, dass es nicht so zentral wie bei anderen stromverbrauchenden Tätigkeiten ist, wo dieser Strom erzeugt wird. Also die großen Serverzentren, zumindest in den USA, stehen alle da, wo der Strom aus Wasserkraft gemacht wird. Was lustig ist, weil das dieselben Orte sind, die schon im 19. Jahrhundert aus genau dem gleichen Ort Grund beliebt waren. Weil der Strom da einfach billiger ist und weil das, wenn man Serverzentrumsbetreiber ist, wichtig ist, dass der da ein paar Cent weniger kostet. Ich habe gerade meine Mutter besucht und die hat die Süddeutsche Zeitung im Abo und habe da einen ganzen Artikel, eine halbe Zeitungsseite gelesen über genau dieses Thema und da wurde mit keiner Silbe erwähnt, dass es ja keinen unmittelbaren Grund gibt, warum dieses Serverzentrum jetzt, also anders als jetzt bei dem Strom, den eine Großstadt braucht, der sinnvollerweise nicht irgendwo in Island erzeugt wird, sondern etwas näher dran. Das ist beim Serverzentrum wirklich relativ egal, ist, wo das ist. Man kann es genau wie Bitcoin-Mining-Einrichtungen einfach dahin stellen, wo der Strom sowieso ist. Und da Wasserkraftanlagen gerne in äußerst entlegenen Regionen sind, wo halt weit und breit keine solche Großstadt ist, heißt das auch, dass man da ungenutzte Kapazitäten besser auslasten kann. Ich wollte eigentlich vorhin ansetzen und mal fragen, von wo du überall schon umgezogen bist. Also vielleicht so ab ein paar Stichworte ab den 90er Jahren. Ich nehme an, du meinst im Netz, weil real bin ich seit 1992 nicht mehr umgezogen. In den 90ern war ich vor allem im IRC. Das ist ein uraltes Chatsystem, das aber immer noch existiert und gar nicht so unbeliebt ist, zu meiner Überraschung. Das gibt es seit 1988. Da war ich aber, glaube ich, nicht mehr seit den frühen Nullerjahren. Und dann kamen eben Foren. Foren waren so ein großes Ding, circa zwischen 1998 und 2005. Die hatten Vorteile. Der Vorteil damals war vor allem, dass Leute, die noch nie was ins Netz reingeschrieben hatten, weil es bis dahin sehr kompliziert war, das plötzlich tun konnten. Etwa zeitgleich, es war nicht mehr so kompliziert, zeitgleich kamen auch Wikis und dann kurze Zeit später Blogs, also das war so ein Trend damals um die Jahrtausendwende, dass das einfacher wurde, dieses Reinschreiben. Und da sind dann aus meiner damaligen Sicht eben auch Leute aufgetaucht, die bis dahin ganz technikdesinteressiert waren und die da dann erst ihre ersten Schritte gemacht haben, als das durch diese Foren leichter wurde. Foren hatten das Problem, dass die eine ganz ungünstige soziale und innenpolitische Struktur bedingen, die fast unausweichlich ist. Und das, glaube ich, war einer der Gründe, warum sie danach schon bald wieder ein bisschen aus der Mode gekommen sind. Also insbesondere gab es keine Verzweigungen in den Diskussionen, wie es sie vorher im Usenet schon gegeben hatte. Das habe ich wirklich nur so aus dem Augenwinkel mitbekommen in den frühen 90ern, das Usenet. Sondern es gab in diesen Foren immer nur einen Thread, einen Strang, in dem die Diskussion stattgefunden hat. Und wenn jetzt jemand beschlossen hat, er will aber mit einem, damals waren es noch nicht standardmäßig Nazi-Argumente, aber mit irgend so einem Einwand, von dem man schon weiß, der wird die Diskussion jetzt komplett aus dem Ruder laufen lassen, wenn jemand beschlossen hat, das zu machen, dann half es nichts. Alle mussten ihm auf diesem Weg folgen. Man konnte den nicht einfach in seinem Seitenzweig der Diskussion verhungern lassen. Das war ein großes Problem. Dann Blogs, Twitter, Facebook, Google+. Dann wieder kein Facebook mehr und kein Google Plus mehr. Und im Moment ist eigentlich hauptsächlich Twitter übrig geblieben, muss man ein bisschen scharf nachdenken. LinkedIn bist du auch? Ja, aber nur weil mein Coworking Space sagt, bei Facebook ist ja keiner mehr, wir müssen jetzt zu LinkedIn. Dann bin ich da widerwillig mit umgezogen. Es sei jetzt nicht mehr so schlimm wie früher, haben sie mir versichert. Also ich bin dir erstmal ganz dankbar für deinen Talk und dein Thema, weil mich das total nervt, ehrlich gesagt, wenn ich das höre, so wie Schlecki Silberstein das eben da das Buch eben auch veröffentlicht und eben dieser Gedanke, der dahinter steckt, ist ja, also ich habe auch irgendwie eben mich kurz dabei erwischt, als ich so deine Folien gesehen habe und bei dem einen oder anderen Zitat, das da stand, da wird einem ja ganz übel, wenn man den Kontext nicht kennen würde, indem du den jetzt halt einfach gerade hältst. Ja. Und ich finde, das ist halt so dieser Elfenbeinturm, in dem viele gehockt sind und dass es halt einfach auch Diversität ist, die dann eben da dazukommt und dass eben das ja schon auch demokratisches Verständnis ist, dass man nicht da nur was für eine Elite macht, sondern dass da alle mit,
mitgehen. Und dann gehen natürlich auch solche Leute mit, die man vielleicht da nicht haben will, aber mit denen muss man dann in den Diskurs gehen. Ja. Und ja, deswegen ganz herzlichen Dank, weil das finde ich total wichtig, dass wir darüber sprechen, weil das Gleiche hatten wir heute auch ganz kurz hier in so einer Runde, wo es darum geht, okay, da gibt es da irgendwie Leute, die Digitalisierung auch hier in Freiburg verteufeln wollen. Und ja, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und ich finde es aber gut, dass wir darüber sprechen, dass, ja, dass das einfach auch zum gesellschaftlichen Diskurs dazugehört. Danke. Aber ich glaube, die Zeit ist trotzdem um, oder? Meine Uhr sagt das. Also. Vielen Dank, war mir ein Vergnügen. Wie gesagt, das merkt man vielleicht beim Vortragshalten nicht immer so, dass mir das Spaß macht, aber die Recherche hat mir extrem großen Spaß gemacht. Also vielen Dank für die Einladung, das war sehr schön.